Also, wegen dem Schwert. Ist Ingrid der Name der Seele darin? Ich frag mich, warum ich sie nicht höre. Seele? Wer sagt irgendwas von? Hör zu, Junge. Darf ich dir einen Rat geben? Du willst nicht, dass jemand sieht, wie du mit deinem Schwert sprichst, ja? Sieht nicht gut aus. Nur nicht zu lange über die schwebenden Felsen nachdenken. Hm. Ist das alt oder müssen ihn die Maler jung malen? Wie war's? Hat sich Vater benommen? Ja, ich meine, besser als ich erwartet hätte, glaube ich. Das Schwert aus Großvaters Arbeitszimmer? Oh ja, ihr Name ist Ingrid. Hallo Ingrid. Wow, der Allvater muss dir wirklich vertrauen. Zum Glück hast du deinen ersten Tag überlebt. Ja, sehe ich auch so. Morgen reden wir über Walküren. Auf jeden Fall. Also, das war ein komischer Tag. Ja, genau. Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Guten Morgen. Noch nichts Neues. Ich habe einen Plan. Oh ja?
Denon. Du fandest sie einst. Kannst du das nochmal? Ja, vielleicht, aber ich verstehe nicht, wie uns das... Sie sind die Mäuren dieser Lande, oder nicht? Ich wüsste, was sie wissen. Sie zeigen sich nicht oft kooperativ. Solange sie sich zeigen, wo suchen wir? Midgard. Aber wenn Atreus in Asgard ist, kriegen wir ihn nicht wieder zurück ohne eine Armee. Wir sollten eine aufstellen. Ja, so ein katastrophaler Krieg verbessert doch jede Situation. Der Junge scheint recht fähig. Vielleicht braucht er nur noch etwas Zeit. Du bist hieran nicht unschuldig. Du hast seine Torheiten unterstützt. Seine Verwirrung. Ich suche keinen Krieg. Aber wenn Odin meinen Sohn entführt hat, dann wird mir jedes Mittel recht sein. Dein Wesen war nie ein Geheimnis, Kratos. Aber du, Freya. Krieg als beste Lösung? Das ist nicht die alte Freya. Ich hoffe, die Nornen geben dir den gewünschten Rat. Meiner ist hier wohl nicht mehr von Nutzen. Tyr, warte. Wir dürfen uns jetzt nicht noch mehr entzweien lassen. Komm, setz dich, bitte. Du warst sehr still. Ganz ehrlich, ich bin überrascht, dass gerade du das Schicksal befragst. Aber deine Instinkte haben uns noch nie enttäuscht. Finden wir die Norm. Wer bin ich, dass ich ihm Rat erteile? Ich wollte dem Jungen nur helfen, Antworten zu finden. Und habe versagt. Welche Rolle spiele ich jetzt bei all dem? Tyr, du stehst im Mittelpunkt des Geschehens. Das hast du schon immer. Deshalb hat Odin dich doch überhaupt erst eingesperrt. Er hat Angst vor dir. Das sind zwei. Und nicht nur die Welt. Niemand hat die Welt in je so vereint wie du. Warte mal! Ich hab was für dich. Sindri! Ich komme! Bevor du in die Dämmerung verschwindest, dachte ich, du hättest vielleicht gerne das hier zurück. Na, freu dich nur nicht zu überschwänglich darüber. Aber gern geschehen. Ich habe jetzt alles zusammen, um die Nornen zu finden. Gehen wir? Frau Nichtauger! Frau Nichtauger, wo bist du hin? Ich vermute, wir sollten mit einigen Konsequenzen rechnen. Eichhörnchen. Ah, Meister Kratos, ich bitte um Entschuldigung. Frau Nidaugers Verschwinden belastet mich wirklich zutiefst. Ist eine Freundin von dir? Weniger eine Freundin als eine weitere langjährige Bewohnerin des Baums. Sie war sogar vor mir hier und das ist schon wirklich Ewigkeiten her. Allein der Gedanke, dass etwas sie von ihren Babys fernhält. Furchtbar. Einfach furchtbar.
Vater Trios ist ganz sicher nicht mehr in Midgard. Ich war gerade dort und fand keine Spur. Wenn Odin ihn eingeladen hat, hat er einen Weg bereitgestellt. Nein, das ist nicht die einzige Erklärung. Sag mir, wo wir diese Nornen finden. Ich habe einige ihrer Fäden beim gefrorenen See entdeckt und habe einen für die Zauberei eingesteckt. Aber wir können ihn auch nutzen, um sie zu finden. Aber denk daran, sie wollen wirklich nicht gefunden werden. So wird es zur Abwechslung wenigstens mal schwierig. Wir sollten mit deinem Schlitten zum See fahren. Midgard, wie ich den eisigen Wind und die ständigen Räuberangriffe vermisst habe. Sie glauben, dass Kratos für Fimbulwinter verantwortlich ist und dass sein Tod ihm ein Ende setzt. Wie kommen Sie auf so eine Idee? Durch mich natürlich. Natürlich. Hierher. Aus! Sie ist deine Freundin. Jetzt. Besser, wenn du das machst. Sobald die Wölfe die Fährte der Normen haben, müssen wir ihnen nur noch folgen. Ich öffne das Gatter. Seid still. Ihr Fell ist verfilzt. Wann hast du sie zuletzt gekämmt? Das sind Wölfe. Und verfilztes Fell führt zu Krankheiten. Kümmere dich um sie und sie kümmern sich um dich. Also, was genau willst du die Nornen fragen? Wie ich meinen Sohn finden kann. Nichts weiter. Du glaubst nicht, man könnte so das ganze Prophezeiungschaos auflösen? Eine zweite Meinung zu deinem angeblichen Ableben erhalten. Ich wusste nicht, dass du eine Todesprophezeiung hast. Als Atreus und ich Jotunheim erreichten, fanden wir ein verstecktes Wandbild. Die Riesen. Aber ich selbst. Unsere gesamte Reise vor langer Zeit vorausgesehen. Wen wir treffen, gegen wen wir kämpfen würden. Alles, wie es geschehen ist. Aber du bist nicht tot. Das Bild war aus einer Zeit, die noch kommt. Verstehe. Ich dachte nicht, dass du den Tod fürchtest. Darum geht es gar nicht, oder? Nein, der Tod kann mich haben, wenn er mich verdient. Dann ist es vielleicht nicht die Zukunft, die dich beunruhigt. Faye hat dich auf deine Reise geschickt und dafür gesorgt, dass du am Ende dieses Bild siehst. Und du weißt immer noch nicht, warum. Ich möchte darüber nicht weiter reden. Jetzt, wo wir auf dem See sind, wie finden wir die Nornen? Beobachte die Wölfe genau. Siehst du, wie ihre Köpfe den Weg weisen? Der See der Neuen hat definitiv schon bessere Tage gesehen. Räuber haben es sich hier gemütlich gemacht. Ich glaube nicht, dass ich seit unserem Kampf gegen Sigrun wieder hier war. Sie spricht mit Achtung von diesem Kampf. Du weißt davon. Sie hat mir alles erzählt, als sie mich fand. Sie sah in dir einen Verbündeten, lange bevor ich daran glaubte. Die Walkürenkönigin, eine Verbündete. Ich bin die Walkürenkönigin, woran Sigrun mich hartnäckig erinnert hat. Ich hätte mir denken können, dass Sigrun dir geholfen hat. Sie ist so loyal und weise. Es braucht keine Liebesgöttin, um dich zu verstehen. Still. Ich hoffe nur, dass die Nornen irgendwo drinnen sind. Im Warmen. Eins ist sicher. Ich habe Midgard im Fimbulwinter nicht vermisst. Danke. Das werden wir früh genug sehen. Laut! Hinter dir, Vorsicht! Vorsicht, Feuer! Nichts von dir!
hinter dir, pass auf! Ist magisch versiegelt. Irgendwas hier drinnen gibt ihm Kraft. Darf ich das ominöse... Das Heft eines Schwertes. Moment! Ich kenne dieses Schwertheft. Vorsicht damit. Du weißt am besten, dass Waffen Geister mit sich tragen können. Wenn es uns nicht hilft, die Nornen zu finden, kann es warten. Suchen wir weiter. Hier lang. Ich spüre hier ihre Illusionen. Ich kann versuchen, sie zu bannen. Jetzt ist nicht die Zeit für Spaziergänge. Freya hat was entdeckt. Obna. Hier ist nichts. Eine falsche Spur. Ich fürchte ja. Wir müssen abwarten, was die Wölfe noch finden. Typischer nornischer Unfug. Sie wissen, dass wir sie suchen. Ich habe gesagt, dass sie es nicht leicht machen. Was hat das Schwertheft eines verfluchten Königs damit zu tun? Ablenkung, Zufall. Wer weiß. Sie würden wohl sagen, es war unser Schicksal. Schicksalsfaden, dem wir folgen. Ist nicht das Leben von jemandem, wenn du das meinst. Die Nornen markieren damit ihren Weg, wenn sie außerhalb des Brunnens sind. Halt, bereit machen zum Kampf. Sei auf der Hut, Kratos!
noch mehr Draugar. Böser Treffer! Ist in Ordnung, Kratos! Du brennst, Kratos! Das geht vorbei! Reichweite ist. Selbst ihr Tod konnte sie nicht stoppen. Ich weiß. Die Nornen leben in einer Quelle? Nein. Der Earth-Brunnen, ihr Zuhause, ist schwer zu erklären. Es reicht erstmal. Aufpassen. Der Narnen wird Earthbrunnen genannt. Genug geredet. Sei bereit. Was ich sagen wollte,
Das Zuhause der Narnen wird Earthbrunnen genannt. Er ist an keinem festen Ort. Eingänge kommen und gehen. Ein Ort, der ganz unter ihrem Einfluss steht und an dem das Nicht-Greifbare greifbar wird. Als wäre man in seinem eigenen Kopf. Aber wenn wir zusammen reingehen, sind wir im Kopf des anderen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Mimir, bist du den Narnen schon mal begegnet? Nicht persönlich. Freya hat recht. Sie können Besuche ziemlich gut verhindern. Odin hat es jedenfalls versucht, sagte aber nicht, was dabei rauskam. Entweder hat er aufgegeben, oder er wollte vergessen, was er gesehen hat. Freya, erzählst du uns mehr darüber, als du die Narnen das letzte Mal besucht hast? Ehrlich gesagt sind die Details verschwommen, wie wenn man aus einem Traum aufwacht. Ich erinnere mich vor allem daran, dass nichts das Schicksal meines Sohnes ändern konnte. Dadurch wurde ich noch entschlossener, es zu versuchen. Mal sehen. Ich spüre etwas. In dieser Richtung. Was genau spürst du? Noch eine Illusion. Es kommt von dieser Wand. Die Narnen verbergen etwas. Obna. Nichts. Noch eine Sackgasse. Falle. Weg von dir! Die Suche wird nur noch gefährlicher werden. Dann suchen wir weiter. Zurück zu den Wölfen. Was ist hier oben? Ich spüre nichts. Das hat nichts mit den Narnen zu tun. Könnte aber trotzdem interessant sein. Wozu diese Außenposten? Tut es weh? Oh, das? Nur wenn ich mich sorge. Wie käme Atreus nach Asgard? Tut mir leid, aber da müsstest du Odin fragen. Er kontrolliert jeden einzelnen Pfad. Ich weiß, wie sehr du unsere Sachkenntnis in solchen Dingen schätzt. Daher ist das sicher enttäuschend. Er ist uns einfach einen Schritt voraus.
Du wirst es nicht glauben, Mimir. Dieses Wappen gehört zu Fjödrlund. Fjödrlund, sagst du? Das ist doch Sigruns Heimat. Noch ein Kran. Fjödrlund blieb also nur dieser Ausgang. Sigrun erzählte, dass sie hier auch nicht, bevor sie sich den Walküren anschloss. Fjödrlund blieb also nur dieser Außenposten. Sigrun erzählte, dass sie hier aufwuchs, bevor sie sich den Walküren anschloss.
Vorsicht, von hinten! Gegner, von links! Achtung, hinter dir! Ein Musikinstrument. Aus deiner Heimat, nicht wahr? Kannst du spielen? Ja. Wirst du? Nein. Wo haben wir so ein Artefakt schon einmal gesehen? In Tirskoft. Weißt du, Sigrun erzählte mir von der großen Schatzkammer ihres Königreichs, voller Beute aus Eroberungen.
Vielleicht finden sich hier einige dieser Schätze. Mehr hat sie dir nicht gesagt, Mimir? Sagte sie auch wo? Nein, nur, dass sie sie versteckt hielt. Fels kann er sich nicht sehen. Vielleicht bringen die Runen dort etwas Licht ins Dunkel. Was? Nein, sie hat es nie erwähnt. Ist das ein Schlüssel? Zu welchem Schloss dieser Schlüssel wohl gehört? Zu keinem. Er ist kaputt. Nicht kaputt. Bloß in zwei Hälften geteilt. Vielleicht finden wir die andere Hälfte. Yeah.
Hinter dir, pass auf! Was besagten diese Runen? Sigrun, sie liebte einen anderen, einen König namens Helgi. Anscheinend waren sie wahnsinnig verliebt, aber ihre Eltern ließen sie nicht heiraten. Ach komm, Emir, du dachtest nicht wirklich, du warst ihre erste Liebe, oder? Ja, vermutlich doch. Wölfe haben noch eine Spur aufgenommen. Immer ihren Köpfen nach. Bruder, was ist mit deiner Geschichte? Du bist den Mäuren deiner Heimat begegnet, ja? Die Legenden, die ich über den Geist Spartas hörte, waren sicher übertrieben. Übertrieben? Oh, nicht das schamlose Blutvergießen und der gerechte Zorn, sondern der Teil, in dem du in der Zeit zurückgereist sein sollst, um eine verlorene Schlacht zu gewinnen. Das ist natürlich sehr unglaublich. Ein Gerücht, dass Thor die Weltenschlange bei Ragnarök in die Vergangenheit prügelte, ist eine Sache. Das ist die Wahrheit. Die Schicksalsfäden umspannen alles Leben und alle Zeit. Die Mäuren haben ihre Macht missbraucht. Als ich mich ihnen stellte, drohten sie, mein Leben ungeschehen zu machen. Also habe ich sie getötet und ihre Macht gegen Zeus gewandt. Ich habe noch nie etwas Gefährlicheres und Dümmeres gehört. Diese Nornen haben keine solche Magie und auch sonst niemand in dieser Welt, den ich je gesehen habe. Ich glaube, die Wölfe haben uns hierher geführt. Wir müssen nach da oben kommen. Hier lang. Da. Kannst du uns einen Weg durch das Eis bahnen? Oh, bauen die Nornen jetzt magische Eiswände? Nein, das Wasser ist einfach gefroren.
mehr Freunde von dir. Ich habe sie nicht hergegeben. Über dir, Feuer! Mehr Freunde von dir. Ich habe sie nicht hergegeben. Feuer! Links! Gegner, linke Seite! Beeindruckt! Ich weiß nicht, wie die Nornen es geschafft haben, dass alle diese Räuber sie beschützen. Nicht, dass ihnen bewusst wäre, dass sie das tun. Freya, danke für deine Hilfe. Ich weiß, du hattest andere Pläne. Je schneller wir deinen Sohn finden, desto schneller kannst du dich dem Plan widmen. Ich hoffe, wir haben Erfolg. Ich ebenfalls. Danke dir. Das ist dir sehr nett. Aber schreib ihr doch eine Karte, wenn wir aus der Kälte raus sind. Das sieht aber eher wie ein Rückweg aus, nicht wie ein Eingang. Ich stimme zu. Die Nornen sind weiter oben. Also dann, ich spüre etwas. Diesmal ist es stärker. Hier drüben. Entlang. Obna. Hier ist es. Ah, warum sind aller guten Dinge immer drei? Hört ihr auch dieses gruselige Flüstern? Wie ein Juckreiz.
in meinem Verstand. Das bedeutet, wir haben ihr Reich betreten. Seid auf alles gefasst. Illusionen? Projektion, vermutlich. Aber verlasst euch auf nichts. Wir wissen nicht, was für Kreaturen sie zu ihren Wächtern gemacht haben. Entzückt! Kratos, Geist Spartas, Fluch des Olymps, Zerstörer des Schicksals, grausame Krieger, Bringer des Krieges, Waffe der Götter, die sich gegen seine Schöpfer wandte. Er sieht nach einer Erlösung, von der er weiß, dass er sie niemals verdienen wird. Er kann sich nicht ändern. Sind wir schon in unseren Köpfen? Der wirkte ziemlich echt. Ich sag's dir nicht gern, aber alles in deinem Kopf wird auch. Mm-hmm.